Wenn aber jemand einem dieser Kleinen bzw. Geringen, die an mich glauben, einen Anstoß gibt oder Fallstrick legt, für denjenigen wäre es besser, mit einem Mühlstein zu sterben. Was meint Jesus Christus in diesem Vers und wen meint er mit den Geringen bzw. Kleinen? In den Versen davor macht er eine Veranschaulichung mit einem Kind, um die notwendige Gesinnung eines Gläubigen zu veranschaulichen. Er sagt, werdet wie die Kinder. Ihr müsst die kindliche Gesinnung haben, das heißt letzten Endes rückhaltloses, vorbehaltloses Vertrauen, kindliches Vertrauen, um in das Reich Gottes einzugehen. Dann gebraucht er im Vers 6 nicht mehr den Begriff Kind, sondern gering oder kleinen. Das heißt, hier geht es nicht nur um die Kinder, das schließt Kinder mit ein, sondern hier geht es um wiedergeborene Christen an sich, um Gläubige an sich. Und er nennt sie gering bzw. klein aus folgenden Gründen. Erstens, um anzuspielen auf diese kindliche Gesinnung, die ein Gläubiger haben sollte. Und zweitens ist es ein Begriff der Rangordnung klein in Bezug auf die Großen. Und das sind zweifelsohne die Pharisäer. Das waren hochstehende, elitäre, die religiöse Elite, einflussreich. Und diese gaben den Gläubigen oft Anstoß. Und die meint er mit als Gegensatz zu den kleinen, also einflussreiche Irrlehre, die es auch heute noch gibt. Und die geben den Gläubigen Anstoß. Das heißt nicht, dass die Gläubigen wieder verloren gehen können, aber sie beschädigen den Glauben seiner wiedergeborenen Christen. Und auch heute gibt es diese hochstehende, einflussreiche Irrlehre. Und das ist eine Warnung an Sie. Er spricht eine Warnung aus. Für diejenigen wäre es besser, lieber diesen grausamen Tod zu sterben, als sich diese Schuld aufzuladen, den Glauben der wiedergeborenen Christen zu beschädigen. Das ist eine Warnung an alle Irrlehrer heutzutage. Irrlehrer haben oft eine hohe Position, sind sehr einflussreich, haben eine gewisse Macht und können so den Glauben der wiedergeborenen Christen schaden. Das ist hiermit gemeint mit den Kleinen. Zum einen klein in Bezug auf ihre kindliche Gesinnung, ihr kindliches Vertrauen, aber auch klein im Gegensatz zu den großen, einflussreichen Irrlehrern, denen ein schweres Gericht erwarten wird.